Enserico, Trainingsauftakt, wie viel Spaß hat es gemacht mit den neuen Kollegen? Nee, war natürlich super. Also, vor allem mit dem schönen Wetter, auch so viele Leute und einfach super wieder, sagen wir mal sozusagen, zu Hause zu sein. Ja, schon alte Freunde getroffen. Seit wann sind Sie jetzt schon wieder hier? Ja, meine Familie lebt in München, von daher bin ich schon seit ungefähr 3 Wochen hier und ich kenne natürlich aus der Mannschaft schon noch einige Leute und ja, war wieder ein super Gefühl. Wen kennen Sie denn da ganz genau? Ja, ich habe zusammengespielt damals mit Manuel Schäffler, da ist er, Sandro Kaiser und auch ein paar andere kenne ich noch von früher, ja. Und, sind Sie besser geworden? Das versuche ich dieses zu zeigen, also, das ist das Ziel und natürlich, ja, werden wir sehen. Und selber das persönliche Ziel für die kommende Saison, was wird das sein? Nein, natürlich kontinuierlich spielen, der Mannschaft so weit wie möglich helfen und ja, dann wird man sehen, was passiert. Wie war jetzt die teaminterne Ansprache vom Herrn Maurer? Was wurde da geäußert? Nee, also nur erstmal ein Hallo an alle und generelle Sachen und die haben jetzt genug Zeit noch, um da Details zu besprechen. Gab es jetzt schon ein bisschen die Stimmung ein bisschen mitbekommen? Sind ja einige Fans da? Ja, ich denke, es ist eine super Stimmung, also auch bei dem schönen Wetter heute hier. Viele Leute sind gekommen und ich denke, das wird eine super Saison. Die große Hoffnung der Löwenfans ist ja immer, jedes Jahr jetzt wieder Jubiläumsjahr aufzusteigen. Wie ist es in der Mannschaft? Ja, wir gehen das ganz, ganz locker an und denken von Spiel zu Spiel und versuchen da das Beste zu machen. Was dann am Ende rauskommt, wird sich zeigen. Und wie viel Spaß hat es jetzt gemacht mit den neuen Kollegen wie mit den alten Kollegen? Gab es da jetzt wieder so ein paar alte Freundschaften, die man wieder auffrischen konnte? Ja, sicherlich. Wir haben jetzt genug Zeit dann im Laufe der Saison und ich denke, das wird ein sehr schönes Jahr.